Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Star Wars The Force Unleashed. Verwende R. Komische zu aktivieren. Ne, das ist gar nicht R, das ist. Achso. Ist ja cool. Also R. Cool. Okay, cool. So, haben wir nochmal was anderes Cooles gelernt. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große imperiale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. Ja, und das, was wir eben gesehen haben, das erinnert euch doch wahrscheinlich noch an die erste Folge. Das war Galen Marek, sein Haus. Und der Typ, das war, wie schon gesagt, sein Vater. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier... dass ich die Imperialen hier jetzt nicht alles niederbrennen, obwohl sie das ja so oder so schon gemacht haben. Ah, was explodiert hier die ganze Zeit? War das ein Flammenwerfer? Bestimmt. Oh, das bringt nichts. Gucken, ob das was bringt. Ah, ja, das bringt was. Okay. Und das Zeichen, was ihr da dran gesehen habt, das war wohl irgendwie das Zeichen seiner Familie. Oder so. Und wird dann später... ja, bekanntlich das Zeichen der Rebellion. Und das... sieht aus wie ein etwas krasser AT-ST. AT-ST war das, ne? Wie gesagt, ich habe diese Panzerbezeichnung alle jetzt nicht mehr direkt im Kopf. Oh, der hat ja schon mal gleich kassiert mit dem Stein. Ach du Kacke, jetzt muss ich erstmal gucken. Dass ich hier ein bisschen... okay, hier löst sich schon die Rinde ab. Ja, Rindale Ablösung. Maxman wüsste jetzt bestimmt, wie das heißt. Okay, ich nehme mir hier mal diese Explosiven. Fuck. Das sind seine komischen elektrischen Fangstrahlen oder so. Kann ich hier so? Nein, verdammt. Bin so schlecht.
Was ist das? Vielleicht sollte ich mal... Ja, ist okay. Kann ich die da oben aus ihren Türmen irgendwie runterholen? Jep, kann ich. So, Leertaste? Verdammt. Verdammt, komm schon. Leertaste? Q? Peng. Naja, das war mal ganz ordentlich. Kann ich den da oben? Jupp. Kann ich. Tschüss. Was ist das? Ein Schild? Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Energie bündeln und pam. Nee. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Erstmal ein bisschen Energie aufladen. Nehme ich mir so einen schönen Stein. Na, siehst du. Perfekt. So wollte ich das so und nicht anders. Okay. Sind das hier solche Schilde? Cool. Muss mal gucken, dass ich hier... Weil ich will das Ding... Ah, es sind nur... Okay, 10.000 Machtpunkte. Diese Schilde sind total praktisch. Tschüss. Okay, einmal kurz Energie aufladen und dann... Mal gucken, dass ich den Schneiber da runter bekomme. Und dann nehme ich mal den und schieße den mal nach da. Dann nehme ich mal den und schieße den mal nach da. Okay, hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht. Kann ich den irgendwie zufällig abbauen oder? Ach nee. Leute. Ach du Kacke, was ist das denn? Okay. Das ist ja auch eine krasse Jetpack-Wache. Guck mal, ob ich die jetzt damit irgendwie getroffen bekomme. Ach geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den... Okay. Wird gemacht, Proxy. Ach du Kacke, hier hätte ich vielleicht nicht. Aber hier ist irgendwie so ein... Unverwundbarkeit. Das ist doch mal ganz geil. Tötet mich doch, ihr Spaß, dies. Ja. Dafür hat mir die Unverwundbarkeit jetzt echt mal was gebracht. Ach ja, das ist schon wieder vorbei. Okay. So, die habe ich jetzt alle down, aber die Frage ist, wer hat da geschossen? Das Ding da hinten? Was ist das überhaupt? Und warum? Egal. Ich halte mich am besten mal nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten auf, sondern rush ein bisschen durch das Level durch. Ach! Der Lappen! Ist das nur so? Ich möchte mal kurz seinen Geschütz wegziehen. Nee. Hä, wie kann der bitte aus dem Winkel treffen? Sehr gut. Ein Geschütz ist down. Das zweite Geschütz ist auch down. So, wie sich das gehört. Ach, guck mal. Stirb. Muss ich hier weiter oder ist das hier ein Geheimgang? Nee, ich glaube, ich muss hier weiter. Nee, das ist ein Geheimgang. Ach, du Kacke. Das ist der mit, das ist praktisch diese Schocktruppe. Wenn die so heißen. Ach genau, den können Blitze ja nichts anhaben. Ich bin auch immer so dumm. Aber die. Ich möchte mal kurz gucken. Komme ich nach da? Nee.
Komm ich von da? Weil da ist nämlich auch nochmal so ein Kristall. Und möglicherweise ist das ja irgendwie ein Lichtschwertkristall oder so. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn. Weil ich ja wie gesagt noch nicht so viele habe. Ne, sind nur nochmal 10.000 Machtpunkte. Okay. Aber die bringen mir auch was. Tschüss. Sehr gut. Die Frage ist... Ah. Kann ich zufällig den nehmen und dann so? Nee. Okay, das geht schon mal nicht. Die Frage ist, lagen hier nicht erst noch irgendwie Steine rum? Lagen und funktionierte sind auf jeden Fall zwei Sachen. Okay. Lol, kann ich die da auch vielleicht wieder rausziehen oder komme ich hier auch so durch? Lol, was ist das? Möglicherweise brauche ich noch einen Ball. Muss ich erstmal aufstoßen. Möglicherweise brauche ich noch einen weiteren Stein. Die Frage ist, wo? Hier erstmal die... Hält er jetzt an? Muss ich da vielleicht noch so? Okay. Die Frage ist, gibt es von diesen Dingern noch mehr? Bestimmt. Die muss ich bestimmt suchen und finden. Suchen und finden. Hide and seek. Ah ne, das war Verstecken und Suchen. Verdammt. Die Frage ist, wo ist das doofe Ding? Lululu. Ich erkenne die Map viel besser als du. Ach, da vorne. Wie ist das aus? Ich habe den Plan. Tschüss. Peng. Sehr gut. Die Frage ist, wie komme ich jetzt weiter? Oder kann ich hier so ein Ding nehmen? Nee? Was für eine Scheiße. Ich will das aber. Vielleicht brauche ich auch so ein Teil. Kann ich das jetzt mal... Kann ich das einfach so absetzen? Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Kann ich das vielleicht auch so ein bisschen schieben? Ja, ein bisschen. Ach, das geht nicht. Was ist denn das hier? Alter Falter. Guck mal, jetzt liegen da zwei so eine behinderten Steine. Und so ein dämliches Blech. Ach, alle werden sich jetzt denken, Ossi, wie dumm bist du denn? Du kannst doch einfach oben nicht rübergehen. Vor allem, warum kommt der da nicht durch? Ist der einfach zu fett dafür? Och nö, ich glitsch schon wieder. Ich hasse dieses Spiel. Nein, ich hasse es nicht, aber... Jo. Okay, liebe Freunde, da die Folge auch schon fast vorbei ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, und ich schon wieder irgendwo festhänge, würde ich sagen, nö, ich bin sogar durch. Nee, wisst ihr was, jetzt wo ich sogar durch bin, spiele ich einfach noch bis zum nächsten Checkpoint. Jetzt wo ich hier durch bin, Leute, achso, hier ist der Checkpoint. Schaltet den Funkturm eine Mustfeld des Imperiums aus. Kann ich hier irgendwie so? Kann ich hier die Bildschirme abreißen? Ich mache ja bestimmt Let's Plays. Kennt da sicherlich jeder Imperial Let's Play oder. Autsch! Das hat wahrscheinlich wehgetan. Master, laut imperialen Aufzeichnungen befinden Sie sich im Hauptquartier von
Das ist ein Wookie. Cool. Ey, cool, und hier ist ein Ding, was ich auch aus Star Wars kenne. Und das ist auch ein Ding, was ich aus Star Wars kenne. Und das kenne ich alles. Ich bin gut. Und da ist Prinzessin Leia. Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde. Eine feige Taktik. Ich diene nicht dem Imperator. Ich bin mit Kota hier. Meister Kota ist tot. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt er Kota schon Informationen über imperiale Ziele? Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er kam, um euch zu suchen. Gehen wir. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi? Dann zerstört die Plattform. Wenn die Himmelsplattform fertig ist, bringt das Imperium Wookiee-Sklaven ins All. Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen. Das Imperium repariert sie. Ja, irgendwann vielleicht. Aber die Wookies hätten eine Chance zu fliehen. Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter. Es wimmelt dort von Imperialen. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten? Juno, ich habe gefunden, was wir suchen. Hervorragend. Ich bin am Treffpunkt in... Noch nicht. Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren. Ich nehme nicht an, dass ich euch das ausreden kann. Wahrscheinlich nicht. Also, mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Jo. Ich meine, Prinzessin Leia, die braucht doch keinen Piloten, also pff, das geht ja gar nicht, kriegt die doch alleine hin. Okay, kämpfe dich durch die Wookiee-Jagdgründe vor. Ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge von Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ja, meine Fresse, viel Action, viel Geglitsche, das ist ja praktisch schon an der Tagesordnung hier in diesem Projekt, muss ich ja dazu sagen, ne? Das hat mir auf jeden Fall mal wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht und es ist ja hier wirklich sehr cool inszeniert. Praktisch dieses Zwischenstück zwischen Episode 3 und Episode 4, also praktisch knapp vor Episode 4 spielt das ganze Jahr. Und ich hoffe, dass wir die Plattform in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge zerstören können, damit definitiv keine Wookiee-Sklaven an das Imperium auf verschiedene Planeten verschleppt werden, weil die Wookiee sind doch knuffig. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ich, der Ossi, verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.